Grüß euch und schön, dass ihr dabei seid. Ihr seht es schon im Titel, es geht um die Mini Plus. Und zwar, wie ihr es schon kennt, um die Mini Plus in ihren Eingang. Ich habe mir da schon einige Gedanken zu gemacht, aber da bin ich natürlich nicht alleine. Der Roland hat auch eine sehr schöne Idee, die hat er mir zugeschickt. Die darf ich heute zusammenbauen, ausprobieren. Paket liegt schon bereit, es hat ordentlich Gewicht. Und wenn euch das interessiert, nach dem Intro geht's weiter. Bis gleich. Warum ist es schwer? Hört sich schon am Geräusch. Das Ganze ist aus Metall. Schneiden wir die Geschichte gleich mal auf und schauen wir mal rein. Okay. Erster Teil. Ganz schön massiv, aber wirklich. Alles picobello verarbeitet. Ich muss noch mal fragen, ob das gelasert ist. Aber richtig ordentlich. Da gibt es nichts. Das wird dann der Flugschieber, Fluglochschieber. Die verschiedenen Positionen. Und dann haben wir noch ein paar Kleinteile. Ja, da seht ihr nochmal die ganzen Einzelteile. Also sie sind wirklich hochwertig verarbeitet. Das Metall ist wunderschön rausgeschnitten, ohne Grat, picobello. Der Roland war sogar so nett und hat mir die passenden Schrauben dazugelegt. Danke dir, Roland, auch, dass ich es ausprobieren darf, dass ich es testen darf. Ich bin schon echt gespannt und jetzt halt bauen wir die Geschichte mal zusammen. Dann beginnen wir mit der Montage. Hau ich ein bisschen runter, dass ihr noch mitschauen könnt. Das Anflugbrett wird unten bündig angelegt, zumindest habe ich so verstanden. Die Halterung, mit der Halterung kann man dann das Fluglochbrett mittig ausrichten. Ich denke, das passt so. Dort hier, das passt. Dann nehmen wir das ganz kurz weg. Dann haben wir die Schrauben. Eins. Die nehmen wir gleich mal ein. Ich mache jetzt so fest, dass jetzt das quasi nicht mehr wackelt, aber dass ich noch schieben könnte oder kann. Genau. So, dann machen wir die Halterung fest, die Fronthalterung, dass der Boden nicht nach unten wegklappen kann. Und das Schöne ist auch mit der Frontblende, kann die Königin nicht unten durchfliegen. Wenn sie nach dem Hochzeitsflug nach Hause kommt, ist auch das ausgeschlossen, weil auch das kann natürlich passieren, dass die Königin unten durchfliegt und sich unten einfach am Gitter festhängt. Das ist natürlich auch nicht schön und ärgerlich, wenn man dann das vielleicht nicht selber merkt. So, dann machen wir das mal vorne fest.
jetzt mal der erste Schritt. Noch zu beachten ist, wenn ihr unten den Fluglokschieber befestigt, die vier Schrauben müssen natürlich etwas locker sein, damit das Flugbrett auch zum Schieben ist. So, jetzt weiß ich auch, für was die beiden kleinen sind. Das sind Abstandshalter. Das noch so. Genau, das ist das nicht. Ja, wunderbar. Würde ich sagen, das passt doch. So sieht das Ganze dann montiert aus. Das Fluglochbrett, das man ausschieben kann, finde ich persönlich echt eine Spitzenidee. Vor allem die, wo viel mit der Mini Plus unterwegs sind, ob das jetzt eine Belegstelle oder ähnliches ist, und die, die im Auto transportieren, da stört eben ein Flugbrett. Und dann schiebe ich es eben rein und kann das Ganze aneinander stellen, ohne dass mir irgendwas abbricht. Also das ist echt eine tolle Idee, sondern das gefällt mir wirklich sehr gut. Weiter geht's mit der Front. Die Frontverblendung löst natürlich ein weiteres Problem, dass die Königin nicht unten durchfliegt und sich einfach unten reinhängt. Haben wir wieder ein Problem weniger bei der Mini Plus, und das große Flugloch lösen wir mit den Fluglochschieber mit den verschiedenen Varianten. Einmal eben das Lüftungsgitter, dann das Drohnen, Königin, Bienen alle raus und rein können. Jetzt muss ich selber schauen, was kleiner ist. Genau, hier haben wir den Auslass für die Königin und für die Bienen, und hier haben wir dann den Auslass nur noch für die Bienen. Und ihr seht schon, die Größen sind maximal gewählt. Also wenn man jetzt das mit einem EWK vergleicht, da hat man halt dann die Fluglochrosette und die ist relativ klein, und hier hat man dann doch einen sehr großen Auslass. Sprich, wenn man jetzt das Ganze auf der Belegstelle hätte und wählt den Auslass für die Königin und für die Bienen, da hat man das Maximale, was man wirklich rausholen kann am Flugloch selber von der Größe her. Wer jetzt auch Interesse hat an so einem schicken Set, der schreibt am besten an Roland an. Ich blende euch hier mal die E-Mail-Adresse ein. Er macht immer eine Sammelbestellung und verkauft die dann, oder verkaufen tut er sie in dem Sinne nicht, sondern er gibt sie einfach zum Selbstkostenpreis weiter. Wenn jemand Interesse hat, die liegen circa bei 10 Euro, aber wie gesagt, macht das bitte mit Roland aus. E-Mail-Adresse habe ich eingeblendet. Ansonsten, wer den Kanal noch nicht abonniert hat, bitte abonnieren, freut mich, drückt auf die Glocke, gibt mir einen Daumen, bestätigt einen, wenn es andere doch gefallen hat, was man gezeigt hat. Und ansonsten, anders mal, ich wünsche euch was, 14.